Servus Layers, willkommen zum Schwertguide. Ich zeige euch, wie diese Waffe ganz genau funktioniert, welche Combo sie drauf hat, dass ihr sie perfekt beherrscht. Bleibt dran! Das Schwert ist eine mittelschnelle Waffe mit gutem Movement, die mit ihren Schlägen massiv Schaden austeilen kann. Gerade für Neueinsteiger ist diese Waffe sehr gut, denn sie ist nicht übermäßig kompliziert und man kommt sehr schnell rein. Ziel ist es beim Schwert, den linken oberen Balken so schnell wie möglich zu füllen, um eben den Spezialangriff ready zu haben. Seid ihr in dem drin, macht ihr massiv Schaden und könnt euch auch noch ein Stück nach vorne teleportieren, sodass ihr immer am Behemoth dran steht. Das geht auf jeden Fall richtig ab. Kommen wir aber erst zu den normalen Kombos. Wie bei jeder Waffe stehen uns schwere und leichte Kombo-Angriffe zur Verfügung. Drücken wir die X-Taste, führen wir schnelle Angriffe aus, die mittelschweren Schaden verursachen. Bis viermal hintereinander können wir die X-Taste drücken, dann endet die Combo und danach geht sie im Endeffekt von vorne los. Diese Combo füllt den Balken oben links sehr schnell auf, aber sie macht nicht so viel Schaden. Diesen Angriff oder diese Combo sollte man benutzen, wenn der Behemoth ja schlecht zu treffen ist. Er rennt immer hin und her und man hat nur ein kurzes Zeitfenster, dann lohnt sich dieser Angriff am meisten. Drücken wir die Y-Taste, führen wir den schweren Angriff aus. Er ist langsamer, aber teilt höheren Schaden aus. Bis zu dreimal können wir die Y-Taste drücken, dann endet auch da die Combo und es geht wieder von vorne los. Die Combo macht fast doppelt so viel Schaden wie die erste, aber füllt den Balken oben links einen Tick weniger auf. Diese Combo sollte man benutzen, wenn der Behemoth kurz ruhig ist und man steht am Kopf und kann perfekte Treffer landen. Weder der X- noch der Y-Angriff brauchen bei diesen Kombos Ausdauer. Kombiniert man aber X und Y zusammen, dann kommen andere Kombos raus und dann verbraucht man teilweise Ausdauer. Bei dreimal X-Taste und direkt danach zweimal die Y-Taste hat man eine neue Kombo. Das ist auch die stärkste Kombo, die ihr beim Schwert besitzt. Wenn das Monster sehr lange ruhig steht oder auf dem Boden liegt, solltet ihr wirklich gucken, dass ihr diese Combo macht. Der Schaden ist abnormal hoch, dreimal so hoch wie diese X-Combo, die ich euch am Anfang erzählt habe, und fast doppelt so hoch wie die Y-Combo, die ich euch danach erzählt habe. Also da dealt ihr den meisten Schaden und wie gesagt, wenn das Monster ruhig ist, solltet ihr schauen, dass ihr eben diese Combo macht. Der Balken wird auch sehr gut gefüllt, so weit, wie als würdet ihr eben vier leichte Angriffe hintereinander machen. Was auch noch wichtig ist, ihr solltet wirklich schauen, dass ihr zwischen dem dritten X-Knopf und dem ersten Y-Knopf sehr schnell hintereinander drückt, ansonsten kommt ihr nicht in diese spezielle Combo rein. Ihr seht das auch, beim dritten X-Angriff blitzt das Schwert ganz kurz rot auf und da müsst ihr danach direkt die Y-Taste drücken, einfach sehr schnell hintereinander und dann habt ihr die stärkste Combo beim Schwert. Noch kurz zur Info, der erste Y-Angriff, den ihr eben bei dieser Combo macht, verbraucht minimal Ausdauer, das könnt ihr hier auch nochmal sehen, ist aber nicht wirklich tragisch. Eine weitere Combo gibt es noch, mit dieser füllt ihr sehr schnell oben links den Balken auf, zweimal Y für einen schweren Angriff und danach direkt die X-Taste spammen. Das muss auch sehr schnell gehen. Nach dem zweiten Y-Angriff seht ihr auch wieder das Schwert weiß aufleuchten ganz kurz und dann müsst ihr eben die X-Taste durchspammen. Ihr seht dann rasant den Balken oben links nach oben rasen, aber ihr verbraucht auch sehr viel Ausdauer. Lang könnt ihr das Ganze auf jeden Fall nicht machen und ihr macht auch sehr wenig Schaden. Diese Combo solltet ihr machen, wenn ihr eben schnell den Spezialangriff haben möchtet, weil ihr wisst, das Monster liegt bald auf dem Boden und dann möchte ich es abhaben, um eben den maximalen Schaden zu dealen. Sobald der Balken oben links voll ist, könnt ihr in den Spezialangriff wechseln. Schaut aber, dass ihr ihn im richtigen Moment aktiviert, denn er ist nur für begrenzte Zeit verfügbar, solange bis der Balken eben leer ist. Befindet ihr euch im Spezialangriff, könnt ihr nochmal erneut die Taste drücken und ihr könnt euch so einen Tick nach vorne teleportieren. So seid ihr immer am Monster direkt dran und könnt immer schön Schaden machen. Im Spezialangriff sind eure Angriffe viel schneller und ihr brecht dem Behemoth auch besser die Teile. Dadurch wird er oft unterbrochen, was euch natürlich weitere Zeit gibt, um nochmal mehr Schaden auszuteilen. Benutzt da am besten auch, wie gesagt, dreimal die X-Taste, zweimal die Y-Taste für den besten Schaden oder wahlweise auch dreimal Y. Kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Angriff, mit dem könnt ihr nämlich die Behemoths unterbrechen und so liegen sie für kurze Zeit auf dem Boden. Schnellt ein Behemoth auf euch zu, müsst im richtigen Moment die Y-Taste drücken und so bringt ihr ihn zu Fall. Das dauert aber auf jeden Fall ein bisschen, man braucht da ein bisschen Übung, wenn man es aber drauf hat, ist es wirklich sehr effektiv. Ich hoffe, der kurze Guide hat euch geholfen. Wer mehr zu Dauntless sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch hiermit viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg, ciao, haut rein.